Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir Beispiele zur Bestimmung des bestimmten Integrals über den Graphen. Das Skript findest du auf meiner Homepage. Wiederholen wir kurz einmal noch die wichtigsten Details zum bestimmten Integral. Liegt der Funktionsgraph oberhalb der x-Achse, so ist das bestimmte Integral positiv. Liegt der Funktionsgraph unterhalb der x-Achse, so ist das bestimmte Integral negativ. Würde man jetzt dieses bestimmte Integral zwischen minus 1 und 3,5 berechnen, so erhalten wir negative Werte für Flächen, die unterhalb der x-Achse sind und positive Werte für Flächen, die oberhalb der x-Achse sind. Und diese werden dann miteinander addiert bzw. subtrahiert. Das bestimmte Integral wäre minus 5,83. Ganz wichtig, das bestimmte Integral entspricht nicht dem Flächeninhalt, sobald Teile auftreten, die unterhalb der x-Achse verlaufen. Möchte man den Flächeninhalt bestimmen, müssten wir aus den negativen Teilen positive Teile machen. Das heißt plus 6,39 noch und plus 0,37. Dann bekommen wir den Flächeninhalt. Zeichne den Funktionsgraph und stelle das bestimmte Integral zwischen den Grenzen a und b grafisch dar. Berechne den Wert ohne Verwendung von Technologie. Wir zeichnen die Funktion f. F ist eine konstante Funktion auf der Höhe 3 und wollen das Integral zwischen den Grenzen minus 2 und 3 bestimmen. Das bestimmte Integral ist dann die Fläche zwischen x-Achse und Funktion. Die Funktion verläuft oberhalb der x-Achse, das heißt, das bestimmte Integral entspricht auch gleich dem Flächeninhalt. Wie können wir nun diese Fläche bestimmen? Diese Fläche entspricht einem Rechteck mit den Seitenlängen 5 und 3. Das heißt, wir haben 5 mal 3. Das bestimmte Integral nimmt den Wert 15 an. Nächste Aufgabe, wir zeichnen eine lineare Funktion mit dem Steigungsdreieck minus 1 Viertel, das heißt 4 nach rechts, minus 1 nach unten, Nenner immer nach rechts, Zähler nach oben oder nach unten. Und wir starten ja bei d ist gleich 1. Hier legen wir unsere lineare Funktion durch und wollen nun das bestimmte Integral im Intervall 0 bis 8 berechnen. In diesem Intervall treten positive und negative Funktionswerte auf. Das heißt, wir müssen einmal links die positiven Teile separat berechnen und rechts die negativen Teile extra berechnen. Wir haben hier zweimal ein rechtwinkliges Dreieck. Flächeninhalt von einem rechtwinkligen Dreieck ist immer Kathete mal Kathete durch 2. Diese Kathete hier hat die Länge 4, diese Kathete hat die Länge 1. Das heißt, diese Fläche ist 4 mal 1 halbe gleich 2. Diese Fläche ist auch 4 mal 1 halbe durch 2 ist gleich 2. Aufpassen, diese Fläche ist unterhalb der x-Achse, das heißt, der Wert des bestimmten Integrals ist hier negativ. Wir müssen noch die beiden Werte addieren. 2 minus 2 ist gleich 0. Die positiven Teile heben sich exakt mit den negativen Teilen auf. Möchte man den Flächeninhalt berechnen, dann hätten wir 2 plus 2 gleich 4 Einheiten zum Quadrat. Letzte Aufgabe. Bestimme das bestimmte Integral zwischen den Grenzen 0 und 4. Hier müssen wir alle Teile separat betrachten. Erstes rechtwinkliges Dreieck, 1 mal 3 halbe ist gleich plus 1,5. Nächstes rechtwinklige Dreieck haben wir 1 mal 3 halbe minus 1,5, weil wir ja unterhalb der x-Achse sind. Dieses kleine rechtwinklige Dreieck ist 0,5 mal 3 halbe.
sind minus 0,75. Hier erhalten wir 3 mal 0,5 halbe, selbe Werte, also plus 0,75. Dann haben wir noch hier ein rechtwinkliges Dreieck mit 1 mal 1 halbe, also 0,5. Und zum Abschluss ein Rechteck mit 1 mal 2, also mit 2. Bestimmen wir nun das bestimmte Integral. Wir haben 1,5 minus 1,5. Diese beiden Werte heben sich auf. Minus 0,75 plus 0,75. Diese Werte heben sich auch auf. Plus 0,5 plus 2. Das Ergebnis ist somit 2,5. Ich hoffe, ich konnte dir diese Thematik verständlich erklären. Ich würde mich über einen Kommentar oder auch über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal.